Guten Abend und hallo aus der Ausstellung Queens of Structure. Projekte und Positionen von Bauingenieurinnen hier in dem von der großen Landschaftsarchitektin Hertha Hammerbacher gestalteten Tiefgarten vorm Architekturmuseum der Technischen Universität direkt am Ernst-Reuter-Platz in Berlin. Die Open-Air-Ausstellung ist jetzt schon seit 2 Wochen zugänglich, findet viele Besucherinnen und Besucher und trotzt den Unbilden von Sonne und Regen bisher ganz gut. Und deshalb haben wir uns entschlossen, sie über die Laufzeit des Women in Architecture Festivals hinaus bis Ende August zu verlängern. Kommen Sie also her, es lohnt sich. Heute wollten wir eigentlich genau an dieser Stelle hier ein Gespräch führen, aber es ist zu heiß. Die eine oder der andere mag das für einen normalen Ausschlag des Wetters halten, doch auch hier in diesem kleinen Gartenidyll wird immer deutlicher, wie längerfristige Trends die Vegetation beeinträchtigen und dass einige der schönen Pflanzen, die Hammerbacher aus guten Gründen hier vor 5 Jahrzehnten vorgesehen hatte, den inzwischen veränderten Bedingungen von Hitze und Starkregen nicht mehr standhalten können. Auch so wird Klimawandel im Kleinen konkret. Und wenn die Prognosen nicht ganz daneben liegen, werden Tage wie dieser zwischen Mai und September künftig immer normaler werden. Wir können uns für heute damit behelfen, mit unserer Diskussionsrunde aus dem heißen Südwesten in den kühleren Nordosten des Gebäudes auszuwandern. Auf die Dauer ist das keine gute Strategie. Welche Ideen BauingenieurInnen haben, mittels Ressourceneffizienz den Klimaschutz zu unterstützen, erfahren wir also im Schatten. Ich freue mich darauf, mache mich jetzt auch auf den Weg zu Ihnen, wünsche euch und wünsche Ihnen einen anregenden Abend und darf an Friederike Meyer übergeben. Neues Mikrofon. Das klingt gut. So, dann fangen wir jetzt nochmal an. Ich begrüße Ihnen nochmal herzlich aus dem Innenhof der TU Berlin, wo wir es heute an diesem heißen Mittwochabend sehr schattig haben. Und es kommt auch ein kleines bisschen Wind, das ist sehr angenehm. Ich begrüße Sie zur Gesprächsrunde anlässlich der Ausstellung Queens of Structures, die dazu einlädt, 12 Bauingenieurinnen und ihre Arbeit kennenzulernen. Und ich finde es bemerkenswert, dass die Initiatorinnen der Ausstellung Birgit Hartwig, Nicole Parlow, Nicole Zahner und Anna Wolf alle auch selbst Bauingenieurinnen sind. Und die Auswahl, die Sie gemeinsam mit der Kuratorin Ulrike Tillmanns getroffen haben, sind, wie Sie sagen, mit subjektivem Blick und persönlichen Interessen und aus eigener Begeisterung heraus entstanden. Und nachdem ich mir die Ausstellung angeschaut habe, hatte ich den Eindruck, dass aber auch durchaus diese Auswahl sehr repräsentativ ist und sehr verschiedene, unterschiedliche Frauen zeigt, die Bauingenieurinnen geworden sind. In der kommenden Stunde möchten wir nun 4 Frauen und ihre Arbeit vorstellen, die in verschiedenen Bereichen des Planen und Bauens tätig sind. Sie werden uns ihre
Arbeit kurz vorstellen und im Anschluss wollen wir dann miteinander sprechen über die Sichtbarkeit von Frauen in Ingenieurberufen, über die Vielfalt des Berufsbilds und ja, vielleicht auch über die Fragen an den Nachwuchs und an die Gesellschaft im Allgemeinen. Ich darf ganz herzlich bei uns begrüßen Ulrike Elbers von ARO Berlin, Andrea Klinge von ZRS, Architekten-Ingenieure, Annette Detzel vom Ingenieurbüro Teufel und Agnes Weiland von Bollinger und Grohmann Ingenieure. Herr Nägelke hat es schon gesagt, der Abend steht unter dem Thema zur Ressourceneffizienz im Bauwesen. Und die Situation auf unserem Planeten und die Klimaschutzziele verlangen, dass wir Material effektiv einsetzen und die Ressourceninanspruchnahme reduzieren. Das wissen wir seit langem und auch Sie, die wir heute hier versammelt sind, haben sich der Aufgabe längst gestellt. Und einige Beispiele davon werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Wir beginnen mit Ulrike Elbers. Ich möchte sie noch kurz vorstellen. Ulrike Elbers studierte Bauingenieurwesen an der TU Dortmund und ist seit 1999 für AROB als Tragwerksplanerin tätig. Bis 2007 arbeitete sie im Londoner Büro von AROB, wechselte anschließend ins AROB-Team Berlin und ist seit 2019 Associate. Zwischendurch arbeitete Ulrike Elbers ein Jahr im Ingenieurbüro von Werner Sobeck in Frankfurt am Main. Sie hat Erfahrung in der Planung von Hochhäusern, Kulturbauten und Flughäfen sowie Expertise in der Sanierung von Bestandsgebäuden und Planen im Denkmalschutz. Darüber hinaus gehört sie dem AROB-Expertenteam im Bereich Holzbau und nachhaltiges Bauen an. Bitte schön, Frau Elbers. Vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Jetzt müsste die Präsentation zu sehen sein. Genau, also ich muss mich daran gewöhnen, dass es sich so einen Rückfall gibt, aber gut. Also ich präsentiere die, meine Gedanken zum nachhaltigen Bauen, einerseits von unserer Aspekt bei AROB, aber auch jetzt in der Vertiefung der Tragwerksplanung. Nächstes. Also Sie hatten es gerade schon angesprochen, wir haben im Bausektor, der Bausektor ist für 35% des Energieverbrauches verantwortlich, für einen enormen Ressourcenverbrauch, für 50% von Bau- und Abbruchabfällen in Deutschland und einem enormen Wasserverbrauch, der auch bei 50% liegt. Dazu die Treibhausgasemissionen, die man auf 40% im Bausektor zuordnet und eben Anteile der Industrie von Produkten und Baustoffen. Ein Großteil davon fällt eben auf das sogenannte Embodied Carbon, also die graue Emission, die in der Abbau von Ressourcen und Herstellung von Produkten sowie bis zur Herstellung des der Gebäudesubstanz verantwortlich sind. Uwe Arup hat 1970 schon den Begriff des Total Architecture begründet und er hatte sicherlich damals vor 50 Jahren eine andere Bedeutung als heute, hat aber nochmal im Hinblick auf Qualität in der Planung und in der Nachhaltigkeit nichts an Wichtigkeit verloren. Das heißt, wir verstehen uns als Tragwerksplaner und mit allen Fachdisziplinen dahingehend, dass wir zusammen Gebäude planen und
also die Verantwortung gleichwertig stemmen müssen, ressourcenschonend und energieeffizient zu planen. Ich versuche es nochmal. Jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen besser zu sprechen. Ja, das ist wesentlich besser. Dankeschön. Genau, also wir haben in dem Tragwerk werden circa 60% der Treibhausemissionen zugewiesen. Das liegt vor allen Dingen an den Materialien, die wir verbauen, also an dem schieren Volumen. Ich sage mal, im Durchschnitt sind es 40% in der aufgehenden Konstruktion. Dazu kommen Untergeschoss und Gründung und eben das Aussteifungssystem. Je nach Größe des Gebäudes, gerade bei Hochhäusern, ist eben der Anteil der grauen Emissionen entsprechend hoch. Dazu kommen noch die weiteren, ressourcenverbrauchenden Gewerke wie Ausbau, TGA, Gebäudehülle, die eben auch ihren Anteil haben, aber insgesamt weniger mit ihrem Volumen ins Gewicht fallen. Gleichzeitig haben, diese Layer, diese Schichten eines Gebäudes natürlich eine geringere Nutzungsdauer. Das heißt, sie müssen wesentlich öfter ausgetauscht werden, sodass, wenn man das über einen Lebenszyklus betrachtet, sich die Verhältnisse nochmal ändern. Also vielleicht weniger in der Diskrepanz des Tragwerkes hin zu den anderen Gewerken. Nichtsdestotrotz haben wir eben als Tragwerksplaner eben großes Potenzial, jetzt CO2 einzusparen. Das Bild links, wer es nicht kennt, das ist das von Stuart Brand, das Konzept 6S, also How Buildings Learn, ist ein sehr spannendes Buch und interessante Beiträge und Gedanken, wie man zur Nachhaltigkeit von Gebäuden. Die Designprinzipien und Strategien, das ist jetzt ein Beispiel, was ich mitbringe, die ich finde ich ganz nutzbar für auch Tragwerksplaner sind. Diese Pyramide von Build Nothing, Build Less, Build Clever, Build Efficiently, Minimize Waste. Ich habe es jetzt nicht übersetzt, weil ich es relativ knackig finde auf Englisch. Und als Tragwerksplaner finde ich, kann ich quasi diese 5 Punkte in meinem strategischen täglichen Denken quasi durchgehen und überlegen, ob ich optimiert geplant habe. Was heißt das eigentlich? Bauen im Bestand ist die Maxime, würde ich sagen, für ressourcenschonendes und emissionsarmes Bauen. Also wie können wir unseren Bestand nutzen als Materialbanken, als Ressourcenbanken? Da hat es der Denkmalschutz wahrscheinlich leicht. Gleichzeitig haben Industriebauten Industriekultur noch eine gewisse Attraktivität, Gegenden, Stadtbereiche wieder belebbar zu machen. Schwieriger wird es dann bei Gebäuden, die Nachkriegsbauten 50er, 60er bis hin zu 90er Jahren, die es dann wahrscheinlich an Attraktivität ein bisschen schwieriger haben. Gleichzeitig auch hier, also 70% der CO2-Emissionen schlummern im Gebäude, das heißt in der im Tragwerk. Und wenn man das begreift und vermitteln kann, dann haben wir halt viel Potenzial, unsere Gebäude zu modernisieren und das auch beim Kunden und auch in der Gesellschaft eben attraktiv zu machen. Also bei diesem Gebäude zum Beispiel, One Triton Square hat BREEAM Outstanding bekommen. Da war es so, dass der Bauherr am Anfang nur Wirtschaftlichkeitsaspekte im Vordergrund standen. Was ist günstiger? Am Ende sind wir diese Reise zusammen angetreten und haben das Gebäude ressourcenschonend aufgewertet. Und er hat das zu seiner Maxime gemacht für alle seine weiteren Bauten. Also ist ein Immobilienentwickler in London. Materialeffizienz wäre der zweite Punkt. Kann ich möglichst leicht bauen, möglichst wenig Materialien einsetzen?
Klassisch wird das ja schon gemacht bei Stahlträgern, Wabenträgern. Hier nochmal das andere Extrem, was eben dann auch noch eine gewisse Schönheit hat. Die kann ich durch parametrisches Design Material rausnehmen und schlank bauen, was ich vielleicht händisch niemals schaffen würde oder mit einfachen Tools. Also das sind dann parametrische Rechenmethoden, die eben in der Energieeffizienz auch besonders effektiv sind. Der Gedanke Einsatz von Ressourcen und nachhaltiger Baustoffe ist sicherlich auch ein Schlüsselpunkt. Betone und Stahl sind unsere gängigen Baustoffe. Und auch hier sind verschiedene Möglichkeiten der Rezyklate eben möglich. Also rezyklierter Stahl, klinkerfreier Beton oder Betone mit Zemente mit weniger Klinkeranteil etc. Wenn man aber auch nochmal denkt über Innenausbau zum Beispiel, Entwicklung hinsichtlich Myzelium, Bambus besonders stark, große Tragfähigkeit, interessant für Schwellenländer, wo der Bauboom noch vorliegt oder in Zukunft kommt und unser lokaler Rohstoff, das Holz. Dann komme ich zum Holzbeton-Hybridgebäude im H7 in Münster, mit dem wir uns hier auch in der WA ausstellen. Das H steht für Holz, 7 für 7 Geschosse. Also hier haben wir den Holzbeton-Hybrid erstmals in Nordrhein-Westfalen im Hochhausbau quasi angewandt, also bei einer Gebäudehöhe von 22 Metern. Was haben wir gemacht? Wir haben die Holzbeton-Verbunddecke eingesetzt, das heißt eine Kombination von Stahlbeton und Holz, Holzbalken und darüber eben eine schlanke Stahlbetonplatte. Insgesamt wird das Gewicht um 50% reduziert. Im Vergleich zu einer Stahlbetondecke, es ist eine leichte module Bauweise. Und wir sind hier noch weiterhin an der Forschung, um auch eben Verbindungsmittel zu optimieren und noch ressourceneffizienter zu planen. Zum Beispiel, wie kann der Beton emissionsfreier sein? Einfach bauen als Komplement gemeint. Wie kann ich Tragwerk sichtbar machen? Wie kann ich auf Schichten, Verkleidung, Verkapselung verzichten und insgesamt eben Ressourcen sparen, indem ich auf schlicht baue oder einfach baue und das als Kompliment gemeint, zum Beispiel hier die Stütze nicht verkapselt, sondern eben auf Abrand bemessen, dafür in der Dimension etwas größer, trotzdem eine sehr ressourcenschonende Bauweise. Holz im Hochhausbau. Also seitdem wir das H7 geplant haben, merkt man, dass einfach eine sehr große Nachfrage ist im Bau, was den Holzbau betrifft. Das spiegelt sich auch im Hochhausbau wieder. Auch hier an der Stelle, das ist das Haut in Amsterdam, was jetzt fertiggestellt wird, 73 Meter hoch. Aber auch da die intelligente Wahl von Holz, Holz bei den Geschossplatten, im Aussteifungssystem und in der Gründung bietet sich also Stahlbeton an, einfach weil Dimensionen sonst zu groß würden und es einfach zu dem Holz nicht gut tun würde, sage ich mal, wenn wir da unsere Ressourcen verbrauchen. Gebäude als CO2-Speicher, da bietet sich das Holz eben an. Wir speichern CO2. Holz speichert eben CO2. Man sagt, eine Tonne Trockenholz speichert eine Tonne CO2. Das heißt, hier sind Kapazitäten, um eben jetzt CO2 einzuspeichern. Das vorletzte Slide. Es geht darum, Effizienz zu planen. Aber im Grunde wollen wir aus der linearen Kreislaufwirtschaft oder aus der linearen Wirtschaft heraus, wir müssen in eine Kreislaufwirtschaft kommen. Das heißt, keine Ressourcen abbauen. Abfall erzeugen und da kann eben die modulare Bauweise besonders helfen und hier zum Beispiel ein Konzept für das BMG FlexHub, ein Logistikcenter,
bei dem wir überlegt haben, wie kann man Tragwerkselemente so bauen für Design and Disassembly. Das heißt, man kann das Gebäude auch wieder abbauen und einlagern und womöglich am besten an anderer Stelle wieder aufbauen. Und noch zuletzt, Wiederverwertung in der zirkulären Kreislaufwirtschaft, das wäre halt das Optimatum, dass wir in einem totalen Kreislauf sind. Hier der People's Pavilion in Eindhoven für die Designwoche 2017. Komplett erstellt auf geliehenen Materialien, von den Stützen bis hin zu den Trägern. Alles wurde verwendet, was uns gegeben wurde, quasi ohne Schraubanschlüsse, ohne Schweißanschlüsse, alles miteinander quasi verwoben. Und die Fassade besteht aus recycelten Plastikflaschen, die von der Gesellschaft, also von der Bevölkerung eingesammelt wurden, nach Farben sortiert wurden und dann rezykliert wurden und am Ende wieder verteilt wurden. Und das ist zwar ein temporärer Bau, aber ein schönes Beispiel, wie man eben ressourcenschonend bauen kann. Und damit bin ich einmal durch und beim Abschluss. Und es tut mir leid, ich habe mit der Akustik mich immer selbst gehört. Frau Elbers, jetzt hört man mich. Für diesen ersten Einblick in Ihre Arbeit, Sie haben ja ganz viele Projekte gezeigt und haben auch erklärt, dass man das verwenden muss oder sollte, und wir sehen es ja auch, dass es geht. Nun ist Tragwerksplan ja von Beginn an immer auch in enger Verbindung mit Architektur und anderen Fachdisziplinen unterwegs. Wie nehmen Sie das so in Ihrer Arbeit wahr? Man kennt ja das Bild, die Architekten kommen mit einem Entwurf, gehen zu den Tragwerksplanerinnen und sagen, rechnet das mal durch. Das ist ja vielleicht das klassische Bild. Ist das überholt? Wie arbeiten Sie zusammen mit denen, die ja vielleicht auch entscheiden, aus welchem Material ein Tragwerk oder überhaupt ein Gebäude entstehen soll? Nicht rechnen, also deswegen, bei uns ist es so, dass wir schon gleich zu Beginn eingeladen werden, an Konzepten zu arbeiten, womöglich schon vor der Angebotserstellung, weil einfach Fragen an uns herangetreten werden, wie wir bauen können, mit welchen Baustoffen, zum Beispiel gerade beim Holz. Und also ich würde sagen, wir sind da gleichwertige Partner, also gerade jetzt, was das ressourcenschonende Bauen betrifft, auch die Materialwahl, sitzen wir eigentlich von Anfang an mit am Tisch. Ja, also die Konzepte stehen natürlich, aber also die Idee zum Entwurf steht, aber dann sind wir schnell dabei und dürfen Einfluss nehmen. Komplett anderen Material in einem anderen Tragwerk auch durchrechnen, dass man sagt, das machen wir in Stahl und hier machen wir eine andere Konstruktion. Planungsphasen, die HAI sehen ja schon allein vor, dass man am Anfang in der Konzeptplanung verschiedene Varianten durchspielt. Beim Holz würde ich sagen, ist das ein bisschen außerhalb der HAI. Da weiß man schon, dass man vor Planungsbeginn weiß, dass man den Holzbau plant. Da würde man dann eigentlich nicht mehr auf Stahl oder Stahlbeton umschwenken. Das hat man quasi vorher schon ausgearbeitet, wie es vielleicht mit den Kosten aussieht oder ob das beste Material ist. Ansonsten im Laufe des Prozesses können wir halt, ja, durch parametrisches Design kann es dann sein, dass wir nochmal positiven Einfluss auf den Entwurf nehmen können. Ja, aber genau. Es ist alles ein Prozess. Jetzt haben wir das Beispiel H7 in Münster gesehen. Wenn ich richtig informiert bin, schließen ja die meisten Landesbauordnungen aus Brandschutzgründen das Bauen Gebäudeklasse 5, also bis 22 Meter, in Holz noch aus. Ist das in Nordrhein-Westfalen anders gewesen oder wie haben Sie da auch mit den Gegebenheiten der Bauordnung gekämpft?
Also gekämpft haben wir da nicht. Wir haben damals, das H7 baut auf einem Innovationsprojekt auf, das LCT1 in Dornbirn, was allerdings, also vorgehend war ein Innovationsprojekt von uns aus der Holzbauabteilung. Und aus der Erfahrung, sage ich mal, und den Verbindungen, die wir auch zu den Planern hatten, die das, den Prototypen in Dornbirn dann umgesetzt haben, konnten wir mit dem Konzept, wie wir mit dem Brandschutz umgehen, mit der Feuerwehr und den Sachverständigen in Münster reden. Und das Konzept hat man dann auch so abgenommen. Also es war eigentlich auf einer Kooperation oder auf einer Konzepterstellung, die abgenommen wurde. Wir hören ja im Moment eigentlich immer wieder von Holzbau, Holzbau. Jetzt sind auch die Baupreise, die Materialpreise extrem gestiegen. Können Sie sagen, wenn Sie jetzt mal so die aktuell laufenden Projekte, die bei Ihnen auf dem Tisch liegen, anschauen, wie viele Projekte davon überhaupt in Holz sind? Bauen wir überhaupt noch in Stahl? Man könnte fast den Eindruck gewinnen, alles baut nur noch in Holz. Also einen Prozentsatz habe ich jetzt nicht. Ich würde sagen, wir haben, Holzbau ist sehr, sehr attraktiv. Also unsere Abteilung wächst auch stetig und junge Ingenieure sind sehr interessiert am Holzbau. Wir haben Nachfragen, die Holzhybridbauweise. Wir haben jetzt noch ein Projekt fertiggestellt, den Holzhybrid. Dann gibt es die Modulbauweise für kleinere also Wohneinheiten, Studentenwohnheime zum Beispiel oder ja, kleinere Wohneinheiten, wo sich dann die 3D-Modulbauweise anbietet. Da machen wir relativ viel. Dann in den Niederlanden merken wir, es werden mehrere Holzhybrid-Hochhäuser geplant. Es ist aber ein Gang. Also wir haben auch nach wie vor natürlich viele Stahlbauten und auch Stahlbetongebäude, weil das Material bietet sich an, aber auch nicht für jeden Bau, muss man auch so sagen. Vielen Dank, Frau Elbers, für diese erste Runde. Ich möchte jetzt unseren zweiten Gast vorstellen. Das ist Andrea Klinge vom Büro ZRS Architekten Ingenieure. Sie studierte Architektur an der TU Berlin, also hier an diesem Haus, in dessen Hof wir sitzen, und an der London Metropolitan University. Und sie spezialisierte sich auf nachhaltiges Bauen. Nach der Arbeit in Büros in London, Rom und Berlin ist sie seit 2013 für ZRS Architekten tätig und hat dort die Forschungsabteilung etabliert und die EU-Forschungsprojekte H-House und RE4 umgesetzt. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf dem Einsatz von natürlichen Baustoffen, Lehm, Holz, Naturfasern zur Verbesserung der Innenraumqualitäten in Gebäuden und auch dem zirkulären Bauen. Und durch ihren Hintergrund als Tischlerin arbeitet Andrea Klinge irgendwie wieder praktisch, um die Forschungsergebnisse in die direkte Anwendung zu bringen. Und sie hat dazu mehrere Projekte mit Lehm, Bambus und Holz auch mit Studierenden an verschiedenen Universitäten umgesetzt. Frau Klinge, ich bin gespannt, was Sie uns mitgebracht haben. Ich freue mich wirklich sehr, hier heute dabei sein zu dürfen, als Architektin unter den Ingenieurinnen. Genau, und ich würde so ein paar Forschungsergebnisse mitbringen, oder habe ich Ihnen mitgebracht, aus dem Forschungsvorhaben RE4. Jetzt kommt dann hoffentlich gleich die erste Folie. Das ist nicht die erste Folie. Ich gehe jetzt hier einfach mal. Ups, jetzt sind wir ganz am Ende. Jetzt noch mal einmal zurück. Genau. Perfekt, perfekt, perfekt. Genau, ich hatte es erwähnt, Forschungsergebnisse aus dem RE4-Projekt von der EU gefördert. Ich sage immer gerne Reuse statt Recycling. Wir haben wirklich versucht,
die Thematik der Wiederverwendung zu erforschen und aufzuzeigen, dass es möglich ist, Gebäude auch so zu denken, dass man sie am Ende des Lebenszyklus zerstörungsfrei zurückbauen kann. Vielleicht doch mal eine ganz kurze Einordnung, warum ich das Thema auch als so wichtig erachte. Es wurde bereits angesprochen, einerseits die Baustoffrallye, andererseits natürlich auch die Herausforderung, dass wir zurzeit wirklich knappe Ressourcen haben. Die Zahlen sind von Frau Elbers sehr gut dargestellt worden. Der Bausektor ist verantwortlich für einen Großteil der Abfälle, 50%, und hat natürlich auch einen enormen Ressourcenbedarf. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass wir als Planer das auch ernster nehmen, diese Thematik. Ich glaube, ich hoffe, dass das jetzt gerade nur eine temporäre Geschichte ist, aber wir diskutieren den Stillstand auf Berliner Baustellen für diesen Sommer, weil die Ressourcen knapp werden. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der das Thema Kreislaufwirtschaft wirklich auch zeigt, wie wichtig das ist. Hier nochmal ganz kurz eine Studie des Umweltbundesamtes, die sich von 2013 bis 2019 mit der Treibhausgasneutralität in Deutschland auseinandergesetzt hat, sektorenübergreifend unterschiedliche Szenarien entwickelt. Vielleicht als kurze, knappe Botschaft: aktives Handeln macht es möglich, wirklich bis 2050 Treibhausgasneutral zu werden. Dabei geht es dann aber ganz klar um eine Substitution von CO2-intensiven Prozessen und Produkten, einer Effizienz und einer Suffizienz, was wir natürlich nur über eine Kreislaufwirtschaft erreichen werden, und auch die Aufforderung, aktiv CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen. Vielleicht nochmal ein berühmtes Beispiel, was vielleicht vielen nicht unter dem Begriff der Wiederverwendung bekannt ist, aber ich finde das sehr schön. Das war eigentlich damals, bevor das industrielle Bauen vielleicht stärker Einzug genommen hat, war das gang und gäbe. Baustoffe wurden wiederverwendet. Hier die Kapelle von Ronchamp, Le Corbusier, hatte die aus der Ruine, aus dem Bombardement des Vorgängerbaus, die Steine aus dem Mauerwerk genutzt. Er konnte sie nutzen. Sie sind halt mit nicht zementbasierten Mörteln vermauert worden. Von daher waren die Steine komplett wiederzuverwenden. Jetzt das Vorhaben RE4. Es ging darum, ein Konzept zu entwickeln für ein siebengeschossiges Wohngebäude auf Basis von Bau- und Abbruchabfällen, was dann am Ende des Lebenszyklus zerstörungsfrei zurückgebaut werden kann. Wir haben uns ganzheitlich dieser Thematik genähert, angefangen von der Entwicklung einer Rückbaustrategie, weil man natürlich verstehen muss, wie ein Gebäude zurückgebaut werden muss, um wirklich Bauteile wieder verwenden zu können. Es ging dann sehr schnell auch um Sortiermethoden. Wir müssen unsere Ressourcen, die wir aus dem Rückbau gewinnen können, sortenreiner zur Verfügung stellen, um wirklich auch ein hochwertiges Recycling zu ermöglichen. Wir als Team haben uns dann sehr stark um die Ressource Altholz bemüht. Das geht zurzeit in Deutschland zu 90% in die thermische Verwertung. Da wird wirklich das CO2, was im Baustoff gespeichert ist, viel zu früh wieder freigesetzt, und hochwertiges Holz geht dem Bausektor verloren. Und wir haben uns auch um RC-Lehmbaustoffe bemüht und da auch nachgewiesen, dass man aus mineralischen Abbruchabfällen intrinsisch zirkuläre Baustoffe herstellen kann. Dann ging es natürlich um Bauteilentwicklung und am Ende um ein Entwurfskonzept. Frau Elbers hatte das schon angesprochen. Ein wichtiger Aspekt dabei uns war dabei zu betrachten, dass Bauteile eine unterschiedliche Lebensdauer haben. Und wir haben darauf gesetzt, die auch voneinander zu trennen. Am Beispiel von Tragwerk und Fassade wird es eigentlich immer ganz schön deutlich. Das Tragwerk hat eine Lebensdauer von mindestens 100 Jahren. Die Fassade, die der Witterung ausgesetzt ist, von 50 Jahren. Das kann natürlich auch eigentlich sehr, oder sollte auch sehr viel länger sein. Aber wenn man jetzt einfach mal die Zahlen, die in den Ökobilanzen auch zugrunde gelegt werden, nimmt, dann zeigt die Praxis und auch die Literaturrecherche, dass wenn die Fassade Teil des Tragwerks ist, das Gebäude dann, wenn die Fassade erneuert werden muss, in den meisten Fällen abgerissen werden. Von daher haben wir da bei unserem Konzept auf eine Trennung gesetzt.
Es ging aber auch per se natürlich um die Verlängerung der Lebensdauer von Gebäuden. Auch da kann man, glaube ich, mit der Planung sehr viel mehr erreichen, als wir das zurzeit machen. Es geht um flexible, adaptionsfähige Grundrisse. Wir haben da in dem Entwurf auf eine Skelettbauweise gesetzt mit einer nicht lastabtragenden Fassade. Die Skelettbauweise braucht natürlich auch ein paar ausschleifende Wände, hier jetzt im Bereich des Kerns und der Brandwände zu sehen. Und dann hat man natürlich relativ viel Flexibilität, um Grundrisse für unterschiedliche Wohnungen zu konzipieren. Kleinwohnungen, durchgesteckte Wohnungen, L-Wohnungen, eigentlich das, was eine diverse Gesellschaft heutzutage braucht, mit der Option, dass in 20, 30, 100 Jahren einfach anpassen zu können und so auch andere Nutzung, ganz andere Nutzung im Gebäude zu etablieren oder auch einfach die Wohnkonzepte vielleicht den zukünftigen Standards anzupassen. Wir hatten dann die Möglichkeit, diese Ergebnisse auch in die Praxis zu bringen bei der Erweiterung der Konrad-Zuse-Schule in Berlin, die hier zurzeit gerade fertiggestellt wird. Ein zweigeschossiges vorgefertigtes, reversibles Tragwerk in Holz-Skelett-Bauweise mit nicht lastabtragenden Außenwänden. Hier sieht man das ganz schön, reversible Verbindungen im Bereich der Stütze, relativ einfach umzusetzen. Das war ein integrierter Ansatz von Architekten und Ingenieuren. Die Ingenieure haben sich natürlich sehr stark um diese Details auch bemüht. Eine einfache Steckverbindung, dadurch, dass hier nur Vertikallasten angreifen, braucht man keine weiteren Verbindungsmittel. Und der Grund, warum uns das so wichtig war, war, dass aufgrund der städtebaulichen Situation waren hier an dem Standort nur zwei Geschosse möglich. Ich bin aber der Meinung, dass in 50 oder 100 Jahren vielleicht auch eine andere Dichte an dem Standort gefordert ist oder notwendig ist. Und dann will man natürlich Ressourcen haben, die man weiter nutzen kann, das Gebäude rückbauen können und nicht abreißen müssen und womöglich in die thermische Verwertung geben. Hier sieht man das auch nochmal ganz schön, der Anschluss im Bereich der Unterzüge, Haupt- und Nebentragwerk, auch da über diese Spezialverbindungen, nicht sichtbaren Schwerlastverbinder, sehr einfach zu realisieren. Auch wieder als gesteckte Verbindung, die dann natürlich nochmal lagegesichert wird. Wir mussten diese Öffnung, ich weiß nicht, den Pointer sieht man jetzt nicht, an dem Knotenpunkt mussten wir aus Brandschutzgründen nochmal schließen. Das gibt dann auch ganz schöne handwerkliche Details, wie ich finde, die dann so eine Kombination bilden aus natürlich einer hohen industriellen Vorfertigung und dann aber vielleicht wirklich nochmal so ein bisschen auf Handwerk zu setzen. Hier das Tragwerk, 9 Meter in der Spannweite von Stütze zu Stütze, sieht man im Bild, glaube ich, nicht unbedingt an. Flexible Grundrisse, es gibt ein paar ausschleifende Wände im Bereich der Kerne und hier die Brettsperrholzwand, die Sie sehen. Aber die linke Trennwand beispielsweise kann auch rückgebaut werden und so hat man natürlich eine enorm hohe Flexibilität. Reversible Verbindungen waren im Bereich der Forschung aber auch wichtig auf Basis der oder auf Ebene der Bauteile. Auch da kann man eine Menge tun, um die Lebensdauer von Bauteilen zu verlängern. Es gibt Oberflächen, die Fußböden oder auch die Wandoberflächen, die einer anderen Beanspruchung ausgesetzt sind. Und wenn wir da auf reversible Konstruktionen setzen, dann kann man die natürlich einfach warten, austauschen und so die Lebensdauer erhöhen. Wir haben uns dann nochmal ganz speziell um die Ressource Altholz bemüht. Ich hatte das erwähnt, zu 90% wird diese zurzeit verbrannt. Per Default wird eigentlich immer die Altholz Klasse 4 festgesetzt, ohne das irgendwie zu untersuchen auf Schadstoffe. Wir hatten die Untersuchung führen lassen, konnten wir natürlich selber nicht machen, aber wir haben mit der MPA in Eberswalde da zusammengearbeitet und viele der untersuchten Querschnitte waren frei von Schadstoffen und waren so direkt weiter zu verwenden oder auch wieder zu verwenden. Wir haben das einfach mal durchgestrickt, wie man die Altholzkaskade hier etablieren kann, um wirklich auch die Ressource Holz länger im Kreislauf zu halten und haben geschaut, so ein eingehender Querschnitt, oftmals aus der Gründerzeit, da hat man natürlich noch mit gesägten oder gehackten Stämmen zu tun. Die haben noch das Kernholz drin und weisen oftmals Risse auf. Das will man natürlich im modernen Holzbau vermeiden. Und so haben wir einfach mal geschaut, wie trennt man die auf, um die größten Abschnände für die Ständer oder die Schwelle und das Rehm hier am Beispiel des Fassadenelements zu nutzen und kleinere Abschnitte dann einfach für die Wetterschale
und die Unterkonstruktion der Wetterschale und das, was aus den Maschinen an Fasern oder Staub kam, wäre denkbar für Plattenwerkstoffe zu nutzen. Wir haben dieses Konzept dann auch wieder bei der Konrad-Zuse-Schule von der Konstruktionsweise angewendet. Leider natürlich noch nicht auf Basis von Altholz. Das ist, glaube ich, noch Zukunftsmusik. Aber alles reversibel und mit karbonisierten Hölzern in der Wetterschale, um da auch die Lebensdauer zu verlängern. Wir hatten dann auch die Möglichkeit, ein Projekt an der TU hier zu begleiten, denen einfach mal so ein bisschen zu zeigen, was wir in der Forschung gemacht haben, wie man die Ressource Altholz in den Kreislauf bringen kann. Die Studierenden haben das dankbar aufgegriffen, hier am NBL, am Lehrstuhl von meinem Mann, und haben dann wirklich mit Althölzern, mit kürzeren und kleineren Querschnitten dieses Trägerrost entwickelt, einen 10 Meter weit spannenden Pavillon, der auf dem Rollberggelände entstanden ist, größtenteils aus Altholz, zum Teil auch aus Frischholz, weil damals im Winter war nicht zu viel Altholz zu ernten. Ein ganz, ganz tolles Projekt, was sich lohnt, sich anzuschauen, steht in Berlin auf dem Rollberggelände. Dann vielleicht noch mal ganz kurz, weil uns der Baustoff natürlich als Architekten und Planer in unserem Büro sehr wichtig ist. Aber ich glaube, er hat eine sehr, sehr wichtige Bedeutung, wenn es ums kreislaufgerechte Bauen geht. Der Baustoff Lehm, wir haben im RE4 technisch nachweisen können, dass es möglich ist, bis zu 82% Zuschläge des Baustoffs durch mineralische Abfälle zu ersetzen. Wir wollen das jetzt nochmal weiter treiben mit einem weiteren Forschungsvorhaben, wo es darum geht, das wirklich auf Basis von 100% Abfällen herzustellen, also auch das Bindemittel zu ersetzen. Und Lehm ist einfach ein intrinsisch zirkulärer Baustoff mit ganz, ganz wenig grauer Energie, ist ja replastifizierbar und unendlich oft nutzbar, solange man ihn halt nicht stabilisiert. Ich glaube, das wird für den Bausektor enorm wichtig. Gerade auch die Reversibilität wird, glaube ich, viel zu wenig beachtet. Ich habe das hier nochmal mitgebracht. Das ist gerade ein Projekt, was wir im Büro bearbeiten, die Machbarkeitsstudie für den Rückbau dieses Gebäudeensembles in Berlin. Das steht steht seit 60 Jahren, wird jetzt leider rückgebaut. Ich glaube, die Bauherrin hatte lange Zeit gehofft, dass der Mauerwerksbau Einfluss finden kann oder Einzug finden kann in den Neubau, der da auch in Ziegelbauweise entsteht. Dadurch, dass zementbasierte Mörtel zum Einsatz gekommen sind, wird das leider nicht möglich sein. Wir bemühen uns natürlich um ein Recycling. Wenn wir Glück haben, kriegen wir es in ein Downcycling, dann geht das Material in Straßenbau. Wenn wir Pech haben, dann wird es nicht im Recycling zugeführt und dann wandert es auf die Deponie. Wir haben das mal kurz überschlagen. Das sind immerhin 760 Tonnen, also circa 760 Tonnen CO2, was hier einfach rückgebaut wird, abgerissen wird. Ich glaube, das sind Themen, da müssen wir in Zukunft mehr hinschauen. Und um das vielleicht noch so ein bisschen weiter zu treiben, was uns interessiert, ist auch die Multifunktionalität von Bauteilschichten. Wir müssen, glaube ich, da anders hingucken, schauen, dass eine Bauteilschicht nicht nur vielleicht die begrenzte Raumschicht ist oder die Wetterschale bildet, sondern beispielsweise einen Lehmputz steuert das Raumklima. Er kann Technik aufnehmen, er nimmt Schadstoffe auf, er ist zirkulär. Ich glaube, das ist eine Programmierung, die im ressourceneffizienten, kreislaufgerechten Bauen in Zukunft sehr wichtig werden wird. Vielen Dank. Frau Klinge, für diesen Einblick in Ihre Arbeit. Ich würde ganz gern gleich auf dieses Arbeiten oder auf das Forschen zu sprechen kommen. Man stellt sich das ja vielleicht so vor, man startet mit einer These, belegt, versucht über mehrere Jahre diese These mit Zahlen zu belegen, dann bekommt man ein Ergebnis, sagt vielleicht Hurra, es stimmt, was ich annahm, und dann hat man das Ergebnis und dann passiert erstmal nichts. Wie, was motiviert Sie, das immer wieder zu tun? Und Sie haben es zwar gezeigt, Ihre eigenen Projekte, da wird das gleich angewandt, aber wie kommen jetzt diese Ergebnisse in die Breite? Also wie spielen Sie das in die Planerschaft unter Ingenieure, Architektinnen, dass das auch in der Breite Anwendung findet? Oder vielleicht auch, warum passiert das noch nicht so viel?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, RE4 war jetzt in der Hinsicht auch besonders. Das hat mich auch sehr gefreut. Ansonsten ist es oftmals auch so, dass da die Durchschlagkraft länger braucht. Bei RE4 war es wirklich so, dass wir es relativ zeitnah auch in die Umsetzung bringen konnten. Was wir als Büro versuchen, ist, uns als Plattform zu verstehen. Wir teilen unser Wissen sehr gerne, versuchen das auch in die breite Anwendung zu bringen, sei es jetzt, dass wir an die Universitäten gehen oder auch in der Weiterbildung. Ich habe dann oftmals, wenn ich in der Weiterbildung stehe und Forschungsergebnisse präsentiere, auch die Fragen der Zuhörer, die dann sagen, na, wie kann ich das für meinen täglichen Alltag anwenden? Das ist mitunter manchmal schwierig, gerade auch mit dem Altholz. Das habe ich ja selber erwähnt, da sind wir noch nicht so weit. Ich finde es aber trotzdem unglaublich wichtig, dran zu bleiben. Und man merkt, die Bewegung wird immer größer, es springen immer mehr Aktivisten auf den Zug auf. Das macht natürlich total Mut. Wir hatten heute Morgen gerade noch eine sehr spannende Diskussion unter Gleichgesinnten und das ist natürlich toll, das zu erleben. Und ich glaube, wir brauchen diese kleinen Pilotprojekte, die das zeigen und Mut machen. Das wird Kreislaufgerechtigkeit in allen Details wird man noch nicht erreichen, aber ich glaube, es gibt immer wieder kleine Aspekte. Und wenn die von anderen Akteurinnen, die in der Planung aktiv sind, gesehen werden, können die aufgegriffen werden und schaffen dann hoffentlich langsam aber sicher den Weg in die breitere Anwendung. Als Architektin oder Ingenieurin ein reversibles Gebäude planen möchte, gibt es ja einerseits diese Forschungsergebnisse, aber wo kann ich mich denn informieren, wie ich was tue? Also das eine sind ja die Best-Practice-Beispiele in ihrer ganz spezifischen Anwendung und das andere ist ja so das Anfangen vom Scratch. Was muss ich tun? Also wie stelle ich 1:1 zusammen? Gibt es da Anlaufstellen? Es gibt natürlich den wunderbaren Recycling-Atlas, wo Annette Hillebrand und Anja Gosen sehr viel von ihrer Arbeit und natürlich auch anderen Arbeiten präsentiert haben. Wir kriegen die Frage in der Tat öfter gestellt, ob wir schon, also wir haben natürlich publiziert, aber noch kein Buch rausgebracht. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Und ansonsten muss man es, glaube ich, wirklich über Weiterbildung zurzeit erstmal lösen, die nachfolgende Generation auszubilden. Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viel Bedarf. Die Lehrstühle, die in der Richtung vertreten sind, die sind wirklich überschaubar. Ich gehe mal davon aus, dass Ulrike Elmers auch viel in der Richtung irgendwie machen wird. Das sind, glaube ich, zurzeit die Maßnahmen. Der Berliner Senat bemüht sich sehr stark auch um dieses Thema. Das ist auch wirklich sehr schön zu sehen. Die pushen das enorm. Die sind auch bei diesem Rückbau dieser Kirchen, dieses Kirchenensembles dabei. Da gibt es nochmal einen Fachdialog dazu, wo wir da auch nochmal Ergebnisse vorstellen. Genau, aber zurzeit ist es vielleicht noch in den Anfängen und wir brauchen eine breite Bewegung und wahrscheinlich auch mehr Förderung, um die Ergebnisse dann publizieren zu können und in die Anwendung zu kriegen. Ja, vielen Dank für diesen Einblick in das Thema Forschung und reversibles Bauen. Wir kommen zu Annette Detzel, unserem dritten Gast. Sie studierte Bauingenieurwesen in Stuttgart, arbeitete in Ingenieurbüros in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden und ist aktuell tätig im Ingenieurbüro Teufel Engineering Consultants in Berlin. Seit 2014 hat sie die Professur für Bauplanung und Konstruktion an der HWR Berlin. Und die Schwerpunkte ihrer Projektarbeit sind Tragwerksplanung und Nachhaltigkeit in der Tragwerksplanung. Man muss dazu sagen, dass Annette Detzel sehr kurzfristig dankenswerterweise eingesprungen ist hier. Und deshalb glaube ich jetzt ein bisschen aus dem Stegreif uns etwas von ihrer Arbeit erzählen wird. Bitte schön. Ja, guten Tag, vielen Dank für die Einladung, auch wenn sie sehr kurzfristig war. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich versuche einfach mal ein paar Gedanken, die mir auf Anlass der Einladung gekommen sind, beizutragen. Was Frau Elbers und Sie schon gezeigt haben, stimmt vielfach mit dem überein,
was wir auch versuchen im Büro zu verwirklichen. Und auch wir sind da noch in den Anfängen und ich glaube, es ist wichtig, dass, wie Sie sagen, dass es gepusht wird, dass es weitergetragen wird. Und gerade Ihr letzter Satz oder eine Ihrer letzten Bemerkungen, ich habe ja quasi mein erstes Standbein an der Hochschule, ist mir dabei ein sehr großes Anliegen, dass wir die Lehre im Bauingenieurwesen viel deutlicher in diese Richtung ausrichten müssen. Ja. Wir haben ein sehr klassisches Curriculum, Studienplan. Wir sind ein duales Studium. Ich weiß nicht, ob das alle kennen. Das bedeutet, unsere Studierenden machen ein Intensiv-Bachelorstudium, also 210 ECTS in 3 Jahren. Das ist ein vollwertiges Bachelorstudium. Aber sie arbeiten parallel eben bereits in Firmen, Betrieben, Arbeitgebern in der Baubranche im mehr oder weniger weitesten Sinne. Und wir sehen dort, dass die Schere relativ groß ist. Die Arbeitgeberbereiche sind zum Teil sehr konservativ und Studierende, die natürlich sehr viel Praxisbezug haben, haben wenig Interesse an dem Thema. Und andere, die sind eben schon sehr fortschrittlich und haben sehr viel Interesse an dem Thema und treten fast so mit dem Motto an uns heran, könnt ihr es denen nicht beibringen, weil wir brauchen dieses Wissen in unseren Firmen. Und das ist eine große Herausforderung, die Studienpläne entsprechend natürlich auch umzustellen. Das ist, glaube ich, schon immer so, wenn es neue Entwicklungen gab. Es ist kein Platz im Studienplan, ja, und entsprechend ist die Umgestaltung natürlich auch ein langwieriger Prozess. Aber ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, eine der großen Maßnahmen, die hilft, um dort voranzukommen. Ja. Als Hochschullehrerin können Sie uns ja vielleicht gleich mal zum Thema auch des, der Ausstellung und des Festivals erzählen. Wie sind denn so Ihre Studierenden drauf? Also wie viele Frauen gibt es bei Ihnen? Und haben die andere Ziele als die männlichen Kollegen? Also wir haben, ich glaube, so einen ungefähren Schnitt um die 35-40%. Das schwankt natürlich immer ein bisschen. Wir sind sehr kleine. 35% Frauen. Ja, ja. Ja. Mhm. Wir sind ein sehr kleiner Studiengang. Wie gesagt, dieses duale System oder Studium hier in Berlin. Nur 70 startende Studierende pro Jahr. Ja. Ob die Frauen andere Ziele haben, ich muss ehrlich sagen, ich traue mich das nicht zu beantworten. Ich weiß es nicht. Während dem Studium empfinde ich keine großen Unterschiede. Es gibt generell motivierte Studenten, Studierende, unmotivierte, manche, die sich mehr für die technische Seite interessieren, mehr für die betriebswirtschaftliche Seite oder wie auch immer. Ich merke dann nicht, während dem Studium nicht die, sagen wir mal so, Genderunterschiede. Und wie ist es in Ihrem Kollegium? Meinen Sie jetzt Anteil Frauen, Männer? Ja, auch. Ja. Werden Sie da aufgenommen mit Ihrer Fachrichtung? Also bei uns, dadurch, dass wir den kleinen Studiengang sind, bin ich die einzige Professorin unter 7, 8. Ja. Ja. Ist manchmal einsam. Aber wir haben ein sehr angenehmes Kollegium. Und ich denke, es ist auch da individuell natürlich personengebunden. Ja. Man mag sich, man respektiert sich, man respektiert alle, nicht alle mag man gleich. Ja. Okay, dann können wir vielleicht später noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Dankeschön, Frau Detzel. Jetzt wollen wir noch Frau Weiland hören. Agnes Weiland hat auch Bauingenieurwesen studiert, und zwar an der RWTH Aachen.
und mit dem Schwerpunkt konstruktiver Ingenieurbau. Von 2001 bis 2005 war sie am Lehrstuhl für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren der Universität Stuttgart beschäftigt und promovierte dort auch mit dem Thema Adaptivität bei Flächentragwerken. Außerdem arbeitete sie bei Werner Sobeck Ingenieure in Stuttgart und seit 15 Jahren ist sie bei Bollinger & Grohmann beschäftigt nun und seit 10 Jahren Partnerin. Und 2010 wurde sie an der Fachhochschule Frankfurt zur Professorin für Baustatik, Baumechanik und konstruktiven Ingenieurbau berufen. Jetzt bin ich gespannt, was Sie uns mitgebracht haben. Ja, ich muss noch kurz auf die Präsentation warten. Ich habe mir im Vorfeld zu der heutigen Veranstaltung eher die Frage gestellt, sozusagen den Gedanken aufgegriffen, was können wir in der Tragwerksplanung tun für die ressourcenschonende Bauen. Und ich sehe da, oder wir sehen da viele offene Fragen und viele Zweifel. Wir haben schon gesehen, es gibt viele Pilotprojekte, die sind sehr interessant. Aber auf der anderen Seite sind wir auch teilweise noch nicht so weit, wie wir gerne wären. Unser Verständnis in der Planung ist sehr stark darauf basierend, dass wir versuchen, erstmal zuzuhören und zu verstehen und darauf aufbauen, dann entsprechende Konzepte immer zu entwickeln. Und das, was wir jetzt natürlich gerade viel hören, ist, dass wir nicht die Alternative haben. Wir müssen sozusagen irgendwas tun für die Ressourcen schonen und uns damit auseinandersetzen, gerade für die nächste Generation. Und wir können nicht noch 2 Generationen warten. Und parallel ist klar, seit langem immer wieder bekannt, Beton oder Zement ist kein gutes Baumaterial in diesem Sinne. Sand ist bald auch nicht mehr zur Verfügung und der Baustoff, mit dem wir uns jetzt sozusagen lang beschäftigt haben, den gibt es jetzt irgendwie auch nicht mehr demnächst. Also müssen wir uns mit diesem Dilemma im Prinzip beschäftigen oder uns überlegen, wie wir weiterarbeiten. Und das haben wir auch schon gesehen, die Diagramme immer zum Kreislauf, zu dieser Kreislaufwirtschaft für das Bauen, die sind klar aus meiner Sicht auch extrem wichtig. Wir müssen sie auch immer mehr weiterdenken. Ich denke aber, dass man auch ein bisschen sich überlegen muss dabei, wie stark wir das auf das Tragwerk anwenden, beziehungsweise auf welche Baukomponenten der Gebäude, die wir errichten, wir das wirklich anwenden wollen. Ich sehe beim Tragwerk einen Punkt, deswegen bringe ich das sozusagen so ein bisschen zweifelnd in dem Moment. Das hat auch Kohlhoff in einem Artikel im März diesen Jahres geschrieben. Ist es wirklich unser Verständnis von dem Tragwerk, dass wir da ein Produkt herstellen, dass wir dann sozusagen ja immer wieder verwerten und sozusagen dem wir eine Lebensdauer zuordnen? Oder müssen wir eigentlich dafür sorgen, dass unsere Tragwerke die möglichst größte und längste Dauerhaftigkeit haben, um die Antwort auf diese Frage des ressourcenschonenden Bauens zu finden? Und meiner Ansicht nach hat eben führt zum Teil zumindest diese Diskussion dieser Kreislaufwirtschaft so ein bisschen zu dem Gedanken, dass es absolut in Ordnung ist, so ein Tragwerk dann nach 50 Jahren wieder abzureißen und neu zu bauen und zu verwerten. Und das sollte ja eigentlich nicht passieren, sondern wir sollten eben versuchen, dass die Tragwerke eine möglichst lange Haltbarkeit haben. Also was sind dann die Möglichkeiten, die wir haben? Ja, das Erste, vorhin haben wir schon gesehen, das Wichtigste ist eigentlich gar nicht bauen. Das ist irgendwie nicht die Antwort, weil wir letztendlich sehen, dass wir den Bedarf haben zu bauen und deswegen mehr tun müssen. Oder eben das zu benutzen oder wieder zu verwerten, was es existiert. Also Tragwerke, die vielleicht eine ganz andere Nutzung hatten, wie das Kaufhaus hier in Berlin, das jetzt umgewandelt wurde in ein großes Bürogebäude.
solche Projekte müssen wir, glaube ich, immer mehr forcieren und wirklich überlegen, was können wir mit den existierenden Strukturen machen, die so sinnvoll umnutzen, dass sie letztendlich wieder eine neue wertvolle Bausubstanz werden. Und ich glaube, es wird immer deutlicher, wenn man so etwas dann auch wirklich in Zahlen bewertet und nicht nur einfach darstellen kann oder nicht nur einfach sagt, das ist gut, sondern eben auch klar immer mit klaren Markierungen darstellen kann, welchen Effekt so eine Maßnahme gebracht hat, weil das uns natürlich auch hilft, später Bauherren, Nutzer und so weiter zu überzeugen, neuere Konzepte, andere Konzepte anzugehen. Ja, und man sieht hier eben, dass es im Vergleich zu einem potenziellen Neubau ein erhebliches Einsparpotenzial gab bei dem Projekt. Und dann, klar, bleibt uns nichts anderes übrig, als die neuen Konstruktionen zu optimieren und dort möglichst effektiv mit den Materialien umzugehen, die wir einsetzen. Ich werde das jetzt nur exemplarisch, so ein paar Punkte, die mir wichtig sind, einmal aufgreifen. Die sind sicherlich nicht vollumfänglich. Das eine ist in der Diskussion die Frage natürlich, welches Material setzen wir ein, bei welcher Bauaufgabe und wie ist das im Einklang mit der Architektur zu sehen. Also, dass wir ein Bauwerk natürlich auch am Ende haben, das genutzt werden kann, das funktioniert, das ressourcenschonend ist, dass wir aber dann vielleicht auch benutzen wollen, indem wir auch eine lange Lebensdauer dann zutrauen. Ja? Und dazu gehört für mich, dass wir immer mehr erkennen oder bewerten müssen, das ist vielleicht der sehr ingenieurmäßige Ansatz, dass wir natürlich, wenn wir darüber reden wollen und über die Ressourcenschonung reden wollen, immer vor Augen haben müssen und das in sehr, sehr frühen Phasen, von was wir eigentlich reden. Und das ist bei uns jetzt eigentlich der Ansatz im Büro, dass wir in den sehr frühen Entwurfsphasen versuchen, soweit es geht, schon neben der Tragwerksanalyse jetzt auch eine Analyse zu etablieren und eine Optimierung dann eben der grauen Energie und das nicht nur auf einer Basis von gefühlten Werten, sondern auch wirklich mit Daten hinterlegt und bewertet. Ja. So dass wir dann auch wirklich zu einem Entscheidungsstrang kommen, möglichst viele Varianten nicht nur hinsichtlich eines Tragwerkes optimieren können oder der reinen Masse, sondern eben der eingesetzten Energie. Ein Thema habe ich vorhin schon angesprochen oder kam jetzt ja auch schon in der Diskussion auf, die Lebensdauer. Und die Lebensdauer hat natürlich auch einen Einfluss auf die Art und Weise, wie gebaut wird. Wenn wir, und ich denke, da müssen wir in den Entwicklungen von Projekten stärker darüber diskutieren, was ist eigentlich die wirkliche Lebensdauer dieser Gebäude und was erwarten wir? Also sind das hier, wie hier solche Modulbauten, die wir in Frankfurt für verschiedene Schulen realisiert haben, Gebäude, bei denen wir wissen, dass sie nur eigentlich temporär gedacht sind. Temporär im Sinne von 10 Jahren, vielleicht 15 Jahren, bei denen dann auch der Ansatz des gesamten Gebäudes so ausgelegt ist, dass sie zurückgebaut werden können und dass sie auch transportiert werden können, eventuell in dem Moment natürlich mit einem damit verbundenen größeren Materialeinsatz beim Bau. Oder stellen wir ein Gebäude, das ein Wohnraum darstellt. Da geht es auch darum, dass wir leicht bauen, weil wir auf ein bestehendes Gebäude vielleicht aufstocken, modular bauen und schnell bauen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Aufstockung in den nächsten 15 Jahren wieder wegtransportieren, ist eher gering. Und dann geht es vielleicht eher darum zu sagen, wie können wir die Dauerhaftigkeit dieses Gebäudes sicherstellen, sodass wir eben nicht gezwungen sind, das Gebäude in 15 oder 20 Jahren zu recyceln oder wieder neu zu erstellen. Oder möglichst wenig Komponenten. Oder bauen wir ein Bürogebäude, bei dem wir vielleicht gar nicht wissen, wie die Nutzung in den nächsten Jahren sein wird, sodass
die Flexibilität stärker im Vordergrund steht und dann eben die Frage ist, ob es an solchen Stellen, um diese Flexibilität zu gewährleisten, Sinn macht, mehr Material an bestimmten Punkten einzusetzen. Material und Konstruktion, da möchte ich einen Punkt aufgreifen und ich glaube, der ist, wird zurzeit in der Tragwerksplanung manchmal zu wenig diskutiert oder zu wenig weiterverfolgt. Das ist die Frage, warum setzen wir mittlerweile an welchen Stellen wie viel Material ein? Es gibt sicherlich Aspekte, die dafür sprechen, dass heute ein Stahlbau eher so aussieht wie auf der linken Seite als so wie auf der rechten Seite. Aber müssen wir nicht auch wieder darüber nachdenken, ob alle Maßnahmen, die wir dort an so einer Stelle treffen, wirklich notwendig sind oder aus einer Bequemlichkeit heraus entstehen, die wir uns aus Fertigungsaspekten oder aus Vereinfachungsaspekten, Beschleunigung der Planung, Beschleunigung der Bauprozesse auf Kosten der Ressourcen sozusagen erarbeitet haben. Das Gleiche gilt natürlich auch im Massivbau, da ist es vielleicht sogar noch extremer, dieser Unterschied. Ein Massivbau aus den 20er Jahren, der jetzt in Paris gerade sehr aufwendig saniert wurde, wo aber der Massivbau an sich absolut intakt war und so jetzt auch wieder weiterverwendet werden kann. Oder eben ein Gebäude, aus den 80er, 70er Jahren, bei dem wir eine riesige Unmenge an Material verbaut wurde, in der man sich fragt, ist das wirklich nötig oder wollen wir das heutzutage weitermachen? Wir haben das vorhin schon gehört, diesen Begriff einfach gut bauen oder gut und einfach bauen. Ein Kollege von mir hatte im Vorgespräch, als haben wir darüber diskutiert, hatte gemacht, naja, im Endeffekt ist es doch ganz einfach, meinte er zu mir, wir dürfen einfach keinen Mist bauen. Er hat ein etwas anderes Wort verwendet. Das ist so ein bisschen negativ belegt, würde ich sagen, wenn man immer sagt, wir dürfen keinen Mist bauen. Deswegen die positive Formulierung aus meiner Sicht, wir müssen versuchen, clever und einfach gut zu bauen, damit wir sicherstellen können, dass die Tragwerke, die wir errichten, eben eine sehr möglichst lange Perspektive haben, damit wir mit denen umgehen und wir eben nicht der Idee verfallen, dass wir mit einer permanenten Wiederverwertung unseres Tragwerkes und Abriss und Neuaufbau mit immer kürzeren Zyklen eine vernünftige Lösung gefunden haben. Vielen Dank, Frau Weiland, um auch von Ihrer Seite den Aufruf zu hören, einfach gut bauen. Auch an Sie zuerst die Frage, welche Rolle haben Sie als Bauingenieurin in einem Bauvorhaben, wenn wir jetzt nochmal auch anschauen, dass ja viele Neubauten auch getrieben sind von der Denkweise der Immobilienwirtschaft, dass die sich nach 30 Jahren amortisiert haben und dass man die jetzt eher dahingehend rechnet, dass sie eigentlich dann wieder abgerissen werden können, um vielleicht was Neues zu bauen, was dann gebraucht wird. Wenn Sie in so Bauprozessen sind, berechnen Sie dann Ihren Auftraggebern vor, was man anders machen könnte? Wie ist die ganz konkrete Praxis? Ich glaube, dem stehen wir alle gegenüber, dass sozusagen die Praxis da teilweise noch nicht an dem Punkt so weit angekommen ist, dass sehr, sehr viele gute Konzepte in Wettbewerben, dann auch Vorplanungen diskutiert werden und dann doch immer wieder aufgrund von Kosten und Vereinfachungsdiskussionen dann leider doch wieder eher in die klassischen Bauweisen zurückgeführt werden. Ich glaube, wir können einfach nur immer wieder sozusagen in den Planungsteams, auch zusammen mit den anderen Planungspartnern, also den Architekten, den Bauphysikern, Haustechnikern, es gibt ja, sind ja nicht die Bauingenieure allein, die das beurteilen oder beeinflussen, Konzepte vorstellen,
ich glaube, dass auch dieses wirklich zahlenmäßige Belegen, was man dort macht, hilfreich ist, dass man das sehr, sehr früh schon darstellt und damit dann auch Bauherren die, sagen wir mal, die Möglichkeit gibt, das auch plakativ für sich darzustellen, was es für sie auch vielleicht für einen Mehrwert bedeutet, am Anfang vermeintlich vielleicht mehr Geld zu investieren dann für ein Gebäude. Wobei es auch nicht unbedingt immer mit mehr Investieren bedeutet, beeinflusst ist. Also ich glaube, man kann auch viele Dinge mal ja, auf dieser Ebene diskutieren, ganz am Anfang. Was sind zum Beispiel eigentlich die Lasten, die wir ansetzen müssen? Ja? Also man, das ist, hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass man immer sagt, naja, es soll flexibel sein, also nehmen wir 500 Kilogramm pro Quadratmeter Last für alle Flächen an. Wann treten die real auf in so einem Gebäude? Also vielleicht muss man auch über solche Themen auch immer wieder früh diskutieren und diesen Zweck dieses Bauwerks diskutieren, um damit ja, manche Diskussionen besser anstoßen zu können. Erleben Sie Bauherren, die tatsächlich schon auch über die Entsorgungskosten ihrer Bauwerke nachdenken? Ja, das erlebt, also ja, die Entsorgung des Tragwerks ist eigentlich nicht wirklich. Also es geht eher um die Frage der Innenausbauten, Ausbauten, Fassade, Haustechnik. Und ich glaube, da ist es ein absolut übliches, mittlerweile auch eher gang und gäbe, dass das sozusagen im Planungsprozess auch schon diskutiert und besprochen wird. Wird auch. Ja. Noch eine Frage zu Ihnen als Hochschullehrerin. Sie lehren konstruktiven Ingenieurbau. Können Sie uns so ein Beispiel geben, was Sie mit Ihren Studierenden da so durchrechnen oder für Diskussionen auch führen? Ja, also ich lehre zum einen auch in einem klassischen Bauingenieurstudiengang, also in dem wir wirklich die Grundlagen des Bauingenieurswesens vermitteln. Wir versuchen aber auch in den höheren Semestern jetzt einfach die Themen, die aus der Planung kommen, jetzt neu aufzugreifen. Also ich mache jetzt gerade zum Beispiel ein Projekt, bei dem wir uns mit parametrischen Planen wirklich beschäftigen und mit den Studierenden gemeinsam versuchen, in dem Fall einen Carport oder einen Fahrradparkplatzkonfigurator zu generieren, der gleichzeitig eben schon solche Aspekte aufgreift, wie viel Energie könnte ich mit so einer Solaranlage gewinnen, die auf so einem Carport sitzt, wie viel Material muss ich einsetzen, bei welcher Bauweise, um solche Optimierungsprozesse auch einmal einzuüben. Und dann leite ich noch einen Studiengang, das ist ein Masterstudiengang, den es bei uns an der Hochschule gibt, bei dem es explizit um die Themen des ressourcenschonenden Bauens geht. Der wurde vor 10 Jahren gegründet, nennt sich Zukunftssicher Bauen. Und das ist ein Studiengang, in dem wir Bachelorstudierende aus der Architektur und aus dem Bauingenieurwesen zusammenführen und auch aus allen möglichen baunahen Studiengängen, die sich dann wirklich 2 Jahre lang genau mit diesen Themenfeldern beschäftigen, also dem ökologischen Bauen, ressourcenschonenden Bauen, energieoptimierten Bauen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Gäste, wir haben jetzt 1 Stunde lang verschiedenste Praxisbeispiele von unseren 4 Bauingenieurinnen gehört. Wir würden jetzt gerne einen vielleicht gedanklichen Cut machen und den Blick nochmal weiten. Und zwar über das große Thema auch des Women in Architecture Festivals sprechen, was ja unter anderem zum Ziel hat, die Sichtbarkeit von Frauen in Planungsberufen zu verstärken. Und das soll jetzt so ein bisschen die abschließende Runde für uns alle einleiten. Und ich würde gerne mal an Sie alle die Frage stellen, fühlen Sie sich eigentlich sichtbar in Ihrer Arbeit?
Frau Weiland möchte beginnen. Also ich glaube schon, die Frage ist ja, sind wir uns sichtbar im Sinne, weil wir jetzt Frauen sind in diesem Beruf oder weil wir als Bauingenieure in dem Planungsprozess beteiligt sind. Und vielleicht im Sinne des, der Bauingenieure in dem Planungsprozess die, oder der Tragwerksplaner, im, ich glaube, in der Planungsgruppe oder in den Beteiligten der Planung sind wir absolut sichtbar und haben vielleicht manchmal sogar eine kleinere Rolle oder eine größere Rolle, als wir sie eigentlich annehmen wollen und könnten, wenn wir sagen wir, unser Aufgabenfeld entsprechend ausweiten, also gerade in diesen Themen jetzt, die immer mehr eine Rolle spielen, die Bauphysik, die stärker mit dem, immer mehr mit dem Tragwerk verbunden ist, gerade im Holzbau, Akustik, das Thema energieoptimiertes Bauen. Wir könnten, glaube ich, unsere Rolle oder unsere Funktion oder unsere Aufgabengebiete noch deutlich ausweiten in dem Bauprozess. Und innerhalb der Planungsgruppen als Frauen, ich glaube, dass die Sichtbarkeit immer größer wird. Es ist auch nicht mehr so, dass man alleine als einzige Frau in Baubesprechungen sitzt. Und es ja mittlerweile eigentlich immer selbstverständlicher ist, dass sozusagen Planungsteams gemischt sind. Das ist auch, glaube ich, den Prozess langsam aber sicher auch verändert in den Diskussionen. Stimmt, also ich denke, sichtbar sind wir auf jeden Fall. Wir haben bei ARUP also multidisziplinäre Beratung. Das heißt, wir haben, ich sag mal, Architektur, Fassadenplanung, Bauphysik, Brandschutz und so weiter. Und man merkt, der Frauenanteil ist bei uns sehr hoch. Also wir haben, ich hätte jetzt fast gesagt 50-50, aber in der Tat habe ich mich nochmal erkundigt. Wir haben 58% Männer, 42% Frauen, aber es ist relativ ausgewogen. Was man aber merkt, dass die Disziplinen unterschiedlich besetzt sind. Also bei den Tragwerksplanern haben wir gerade auch mehr Männer. Das würde ich sagen, ist eine temporäre Sache. Architektur, Bauphysik sind auch sehr, Gott sei Dank, durch Frauen besetzt. Es gibt andere Disziplinen, eher Haustechnik, Elektroplanung, wo es eher schwierig ist, Frauen einzustellen oder in unser Team zu holen, weil einfach nicht, glaube ich, so viele Frauen diese Fächer studieren. Also ich würde sagen, es ist ausgewogen. Es wird auch darauf geachtet, dass es ausgewogen ist bei uns, aber es ist auch noch in den Disziplinen unterschiedlich. Sagen, dass Sie gerne mehr Frauen in bestimmten Bereichen hätten. Woran liegt das? Kommen da keine Bewerbungen oder? Ja, ich denke, dass es schon nochmal Ingenieurberufe gibt, die wahrscheinlich noch wieder attraktiver sind als andere für Frauen. Ja? Also ich denke, vor ein paar Jahren haben auch weniger Frauen Bauingenieurwesen studiert, als es vielleicht jetzt machen. Also ich bin jetzt nicht mehr direkt an der Uni, aber also bei uns bewerben sich sehr viele Frauen im Tragwerksbereich. Also wie gesagt, ich denke, es gibt auch noch andere Bereiche, wo mehr aufzuholen ist. Ich merke jetzt schon, dass meine Frage so auch auf zwei Ebenen beantwortet wird. Das eine ist ja die Sichtbarkeit der Ingenieurinnen innerhalb der Welt der Planung und die andere ist die Sichtbarkeit der Bauingenieurinnen unter Ingenieuren. Frau Klinge, wie ist das bei Ihnen? Also wie lebt Sie das im Büro und aber auch, wie finden Sie die Sichtbarkeit der Ingenieure in der Welt der Planung? Wir sind ja ein Büro aus Architektinnen und Ingenieurinnen und bei uns ist es schon so, dass, glaube ich, wir Architektinnen da eher im Vordergrund stehen, wenn man das so vergleicht mit den Ingenieurinnen. Wir haben natürlich mit Christoph Ziegert, mit einem der Bürogründer, jemanden, der ganz, ganz aktiv in der Außenrolle ist.
Aber ansonsten ist das, finde ich, eher reduziert. Da gibt es mit Sicherheit noch total viel Potenzial nach oben, um das auch sichtbarer zu machen. Weil ich finde auch, ich hatte das ja gezeigt an der Beispiel der Konrad-Zuse-Schule, das sind ganz, ganz tolle Tragwerke, die da entwickelt wurden. Wir Architekten präsentieren das dann oft mit. Da finde ich es eigentlich schon schön, wenn auch die Ingenieurinnen dafür ihre Disziplin stärker wahrgenommen werden würden. Und ich nehme das eigentlich auch so ein bisschen in der Fachwelt wahr, dass schon immer die Architekten da eher im Vordergrund stehen und auf Tragwerke da vielleicht oder auch auf andere Fachplaner nicht ganz so stark geguckt wird. Also ich glaube, da darf sich doch was ändern. Und bei uns im Büro, wir sind, ich würde sagen, absolut frauenfreundlich. Wir ermöglichen Teilzeit. Das ist bei uns überhaupt nicht in der Diskussion. Wir waren, glaube ich, mal ein bisschen besser, was die Parität anbelangt. Wir sind jetzt gerade wieder so ein bisschen weniger Frauen geworden, versuchen da auch drauf zu achten. Manchmal liegt es wirklich auch an den Bewerbungen, dass einfach keine Bewerberinnen sich bei uns melden und dann, wenn wir besetzen müssen, dann können wir das vielleicht manchmal einfach nicht halten. Aber das ist schon was, was uns auch wichtig ist. Was, glaube ich, auch in der Zusammenarbeit wichtig ist und in der Teamarbeit natürlich auch sehr viel Spaß macht, wenn das gemischte Teams sind. Ich habe mich jetzt gerade angesprochen gefühlt, dass Sie gesagt haben, wir wollen, also die Ingenieure sollten mehr wahrgenommen werden als Medienschaffende. Da habe ich natürlich auch einen Blick auf diese Welt des Bauen und ich nehme wahr, dass es unheimlich schwierig ist, mit Ingenieurbüros, ich sage jetzt mal so, Pressearbeit zu machen. Also das gebe ich jetzt gern mal so in die Runde. Bei uns ist immer so, oh, da ist ein Ingenieurbaupreis verliehen worden oder ein Brückenbaupreis und dann fängt man an, zu telefonieren und zu fragen, ob man Material bekommen kann und dann wird man im Büro rumgereicht. Und also ich finde, da gibt es auch Unterschiede. Also es gibt natürlich auch große Büros, die sind da sehr gut aufgestellt, aber es gibt durchaus auch so eine vielleicht andere Mentalität unter den Ingenieuren, was das nach außen treten betrifft. Also da ist vielleicht auf beiden Seiten Arbeit, die ansteht. Ich würde gerne noch Frau Detzel fragen zur Sichtbarkeit. Wie nehmen Sie Ihren Beruf wahr? Hört man mich? Ja. Ich würde es ganz ähnlich wie Agnes sehen. Und insbesondere denke ich, sieht man, dass sich in den letzten 20 Jahren wirklich was gewandelt hat. Ja, sowohl was die Sichtbarkeit der Bauingenieurtätigen angeht, gegenüber den Architekten dann eben auch häufig. Das hat auf jeden Fall zugenommen, denke ich, obwohl Sie sicher recht haben. Der Drang nach außen zu treten, mit, ja, das eigene Werk zu verkaufen, wird den Architekten natürlich in der Grundausbildung schon beigebracht, ja, und das ist im Bauingenieurwesen deutlich weniger der Fall. Was die Sichtbarkeit als Frau innerhalb der Disziplin angeht, habe ich persönlich für mich das Gefühl, das hat sich enorm gewandelt. Als ich als Berufsanfängerin vor inzwischen über 20 Jahren, 30 Jahren, die ersten Baubesprechungen hatte, war es eben so, oftmals die einzige Frau dann. Und tatsächlich, wenn man reinkam, es war das erste Meeting, man kannte sich noch nicht, habe ich sehr häufig doch wahrgenommen, dass erstmal nicht begriffen wurde, dass ich die Tragwerksplanerin bin. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Also Ausnahmen gibt es immer, aber es ist auf jeden Fall eine deutliche Änderung. Ja, zum Positiven, zum Glück natürlich. Die Ausstellung heißt ja Queens of Structure und die Kuratorinnen hatten tatsächlich, glaube ich, auch auf der Webseite geschrieben,
dass dieser Titel ein Schmunzeln hervorrufen möchte, weil Frauen ja oft behauptet wird, sie sind Teamplayerinnen und bleiben gerne im Hintergrund und dass das ja eigentlich mit den Eigenschaften von Königinnen so gar nicht zusammenpasst. Und ich würde Sie gerne mal fragen, wie es Ihnen jetzt so ein bisschen damit geht, so als Queen oder im Rahmen von Queens hier präsentiert zu werden und ob Sie dieses Besondere mitunter spüren in Ihrem Berufsleben, dass Sie jetzt vielleicht unter vielen Männern, Sie haben zwar gesagt, es ist alles ausgewogen und gleich in Ihren Büros, aber Sie gehen ja auch auf Baustellen und haben auch mit anderen zu tun, die nicht im Büro sitzen. Wie geht's Ihnen da? Was erleben Sie da? Im Guten wie im Negativen? Also vielleicht, wir haben lustigerweise, Letzte und ich, vor allem im Vorgespräch darüber gesprochen, dass das offensichtlich ja schon so ist, dass wir bei vielen Reaktionen, wie wir jetzt reagieren, wenn eine Anfrage kommt, einen Vortrag zu halten oder in so einer Diskussion zu sein, eher vielleicht viele Frauen erstmal zurückhaltender sind. Ich glaube, wir natürlich haben jetzt alle mittlerweile, ich weiß nicht, wie die anderen das empfinden, Rollen mittlerweile eingenommen in der beruflichen Laufbahn, wo wir mit Sicherheit in wieder ein Alleinstellungsmerkmal haben, ob wir es wollen oder nicht. Die Parität in den Berufen, in den Büros, zumindest ist es bei uns so, ist in den unteren Ebenen oder eben gerade unter den jungen Ingenieuren sehr, sehr groß. Aber es nimmt nach oben hin, also im Bereich der Projektleitung oder dann Büroleitung und so weiter, leider immer noch sehr stark ab. Also so, dass dort dann eben der Anteil der Frauen deutlich geringer wird. Gegenüber Bauherren oder Auftraggebern, Klienten und in solchen beruflichen Gesprächssituationen, glaube ich, ist das sowohl immer ein Vor- und ein Nachteil. Also man hat sozusagen dieses Alleinstellungsmerkmal, weil eben letztendlich man dann doch eine Frau oft unter vielen Männern ist und man dadurch manchmal automatisch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber andererseits muss man eben diesen Kampf ausstehen der Anerkennung und von daher ist es dann am Ende irgendwo wieder ausgeglichen in der Summe. Auch bei dem Titel Queens of Structure habe ich auch sofort an das Team gedacht, was ja dahinter steht. Also es ist immer eine Teamarbeit, etwas zu bauen, ein Projekt umzusetzen. Gleichzeitig habe ich halt gedacht, naja, wenn ich dafür Frauen begeistern kann für diesen Beruf, nehme ich gerne den Titel an. Ansonsten würde ich dem auch zustimmen. Also wir haben an Neuanfängerinnen, sage ich mal, bis zu den Führungspositionen haben wir sehr viel, also oder ja, Tragwerksplanerinnen und Planern einen großen Frauenanteil, aber es nimmt in der Tat ab, wenn man in die Führungsebene geht. Gleichwohl haben wir jetzt bei ARUB, unser CEO of Europe ist eine Frau, die Eva Hinkers, und ist natürlich dann jemand, der als Role Model genauso dasteht und unheimliche Sogkraft hat auf für Leute, also für Planerinnen und für Frauen, die diesen Beruf auch ergreifen wollen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man diese Role Model hat, weil einfach auch Entscheidungen anders getroffen werden, als wenn die nur von Männern getroffen werden. Schwierige Frage. also ich nehme das auch wahr, dass
klar, Studienanfänger, da ist es wirklich sehr gemischt. Aber der Weg nach oben ist, glaube ich, für Frauen immer noch so ein bisschen schwieriger. Sieht man, glaube ich, auch anhand der Bürogründungen, die es gibt durch weibliche Ingenieurinnen oder Architektinnen. Das ist, glaube ich, sehr viel seltener. Und das würde ich mir auch wünschen, dass sich das vielleicht in Zukunft auch stärker verändert, weil es, glaube ich, auch toll ist, wenn Frauen mutiger werden, diesen Schritt zu gehen, um dann halt auch, ja, auch oben mitmischen zu können. Ich habe oftmals das Gefühl, dass es doch schon auch immer so ein bisschen mit Familie zu tun hat. Dass es, selbst wenn man viel ermöglicht, Teilzeit ermöglicht oder so, dass es aber trotzdem schwierig ist, dann auch wirklich, ja, die Projekte, die sind sehr fordernd mitunter, ne? Und dann kann man das vielleicht nicht in der Form machen wie jemand, der keine Familie hat. Das sind, glaube ich, Sachen, da muss man vielleicht auch nochmal anders drüber nachdenken, wie man das anders lösen kann. Dass Frauen da einfach andere Möglichkeiten haben. Also ich merke das bei mir, ich bin kinderlos und kann dadurch natürlich sehr viel machen, aber ich glaube, wenn ich jetzt Kinder hätte, dann wäre mir das in der Form wahrscheinlich nicht so möglich. Frau Weiland, Sie haben 3. Wenn ich das richtig gelesen habe, wie war das? Also, ja, ich habe 3 Kinder. Ich muss aber auch zugeben, dass es bei uns nur deswegen in der Form klappt, weil bei mir mein Mann sozusagen den Großteil der Verantwortung in dem Sinne übernommen hat und ich eben nie in so längere Phasen in Teilzeit gearbeitet habe, eigentlich gar nicht. Und auch nicht lange Elternzeit genommen habe. Also ich habe nie jetzt nicht dieses Jahr Pause mit den Kindern jeweils genommen. Das sollte aber nicht die Regel sein, dass das so sein muss, damit man sozusagen als Frau in einem solchen Beruf irgendwas erreichen kann. Das wäre schlimm, wenn es so wäre. Ich habe es auch nicht deswegen gemacht, sondern also mein Mann hätte mich, glaube ich, rausgeschmissen, wenn ich länger zu Hause geblieben wäre, um es so auszudrücken. Also ich wäre damit einfach nicht klargekommen, aber ich glaube, das muss natürlich jede Frau oder jede Familie für sich entscheiden, wie es funktionieren kann. Aber das hat natürlich, sagen wir mal, es verlangsamt natürlich den Prozess, irgendwo einen Karriereweg einzuschlagen, weil man einfach letztendlich durch die Pausen oder längere Halbzeitarbeit zwar verantwortlich arbeiten kann, aber im Endeffekt auch entsprechend prozentual weniger Erfahrungsschatz aufbauen kann. Und das muss man dann vielleicht auch berücksichtigen. Und wir versuchen jetzt bei uns Ingenieurinnen, die Familien gründen, die aber gerade so in diesem Schritt die Projektleitung zu machen sind, dass sie, wenn sie zurückkommen, versuchen zumindest so Modelle zu finden, dass sie einen Tag in der Woche wirklich flexibel und lang arbeiten können, dafür die anderen Tage eher kurz, damit gerade in so einem Projektgeschäft, bei dem man dann doch, jetzt mussten wir eine Weile nicht reisen, aber wir werden wieder reisen müssen, man zu Besprechungen dann eben flexibel fahren kann. Und dann kann das auch ganz gut, aus meiner Sicht, gut funktionieren. Und es hat bei uns auch in den letzten 2-3 Jahren dann schon ganz gut funktioniert in der Form. Ich habe auch 2 Kinder und ich habe immer Teilzeit gearbeitet und ich weiß, anfangs habe ich mich dann so rausgeredet, wenn dann ein Termin war und dachte, also jetzt habe dann dem Bauherrn oder was dann war nicht sagen können oder wollte nicht sagen, dass ich Kinder habe und nach Hause gehen muss, weil die Kita zumacht. Und da würde ich auch sagen, das hat sich auch geändert. Also da ist eine ganz andere Selbstverständlichkeit mittlerweile. Also meine Kinder sind jetzt 14 und 12, aber in 10 Jahren passiert viel. Und ich hatte jetzt ein Projekt, wo viele Frauen im Team waren und die Bauern haben gesagt, also auch 2 Frauen, die gesagt haben, ja, sie müssen jetzt gehen, weil sie müssen ihre Kinder von der Kita holen. Und von daher, ja, dann war das Meeting halt zu Ende. Und das ist
ich würde sagen, da hat sich auch ganz viel entwickelt. Gleichzeitig haben wir im Büro, ich glaube, so ungefähr 20% arbeiten Teilzeit und davon aber auch nochmal 30% Männer. Das heißt, manche vielleicht wegen Familie, aber auch, weil einfach, glaube ich, die Arbeitsweise sich ein bisschen geändert hat. Also Leute wollen halt natürlich alles geben, wenn sie arbeiten, aber dann auch noch ihre Lebensqualität woanders suchen, neben Hobby. Und ich glaube, das ist auch ein Trend, den wir sehen, dass man nicht mehr vielleicht 50 Stunden arbeiten muss, um dahin zu kommen, sondern es muss sich halt auch anders regulieren, ob man jetzt Familie hat, Kinder oder Eltern oder einfach Hobbys. Also es ist noch nicht da, wo es sein sollte, aber ich denke, die Wege gehen schon dahin. Also wir hören ja jetzt einerseits, dass das Familienmodell auch unbedingt von den Partnern abhängt, dass man, wenn man Kinder haben möchte in dem Beruf, aber andererseits natürlich auch davon, dass auch die Partner die Möglichkeit haben, Teilzeit zu arbeiten. Ich höre aber auch so raus, und da würde ich jetzt mal fragen, ob Sie mir zustimmen, dass der Bauingenieurberuf trotz der vielen Anforderungen, die Sie, Frau Klinge, jetzt gerade so formuliert haben, ein Beruf ist, der das möglich macht für Frauen, das wissen wir, aber auch der das Familienmodell möglich macht und der ja als Planungsberuf doch in der Lage ist, uns das, ja, ich sag, alles zu ermöglichen. Frau Detze, wie sehen Sie diese Vereinbarkeit? Also ich habe selbst keine Kinder, insofern geht es mir wie Frau Klinge. Aber ich sag mal, aus der Beobachtung denke ich, was Sie auch gerade sagten, das Wichtigste, dass die Gesellschaft sich generell in Bezug auf Vereinbarkeit von Arbeit, Familie meiner Meinung nach doch auch wirklich sehr stark gewandelt hat in den letzten Jahren schon. Und wir sehen es bei uns im Büro, wir sind ein sehr kleines Büro, insofern sprechen wir da jetzt nicht über statistisch relevante Zahlen, aber ein Mitarbeiter, der ist jetzt schon zum zweiten Mal in Elternzeit, weil jetzt das dritte Kind da ist, und das ist ganz selbstverständlich. Ja? Und die Arbeitsprozesse werden entsprechend angepasst. Das ist jetzt sicher auch durch das zunehmende Online-Meetings, solche Geschichten, glaube ich, auch einfacher, weil es auch generell anerkannter ist, dass man nicht immer vor Ort sein muss. Das hilft sicher. Und insofern denke ich, dass sowohl die Männer als auch die Frauen davon profitieren. Und was Agnes vorher sagte, es sollte nicht so sein, dass Frauen Vollzeit arbeiten, damit sie die Karriere machen können. Das gilt eben immer mehr auch für die Männer. Und dadurch gleicht sich, glaube ich, die Chancengleichheit, dadurch gleicht sich das an. Ja. Wir sind noch nicht da, aber... Dass wir hier sitzen und über Sichtbarkeit sprechen, aber dass Sie alle ganz positiv zugewandt sind der Gesellschaft und den Errungenschaften, die es in den letzten Jahren gegeben hat. Was würden Sie sagen, ist denn die entscheidende Maßnahme oder was? Wie hat es sich gewandelt? Gab es da so Meilensteine, so Punkte? Ist es die Elternzeit, diese Möglichkeit der Teilzeit? Also ich kann vielleicht mal sagen, also ich bin noch nicht, einerseits die Elternzeit, klar, sie hat diese Möglichkeit gegeben, dass dieses Jahr sortiert Pause zu machen. Ich glaube, die große Errungenschaft oder die große Veränderung ist einfach, dass die Kinderbetreuung besser organisiert wurden und dass es mittlerweile schon auch anerkannt ist, dass ein Kindergartenplatz, der von 9 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags geht, für jemanden, der arbeiten möchte, absolut irrelevant ist. Aber ich glaube, bei allen positiven Aspekten muss man da auch sagen, da ist, glaube ich, auch immer noch ein wahnsinniger Nachholbedarf bei uns oder zumindest in Deutschland.
weil das, sag mal, das fängt an bei der Krippe. Man hat dann irgendwann mal diesen großen Glückstag, dass man das Kind sozusagen an einem Krippenplatz untergebracht hat. Dann kommt aber das Dilemma im nächsten Schritt, wenn das Kind drei wird, dass es dort rausfliegt und dann einen Kindergartenplatz braucht, wo man dann rechtfertigen muss, warum man sogar einen Ganztagsplatz braucht und dieser Platz nicht schon um zwei sozusagen freigegeben werden kann. Und es ist dann ja noch nicht vorbei, weil man kommt dann ja irgendwann zu dem Punkt, wenn die Kinder in die Schule kommen und dann muss man den nächsten Betreuungsplatz organisieren, nämlich den Hort. Und wir haben jetzt gerade aktuell eine Mitarbeiterin, die weiß zum Beispiel gar nicht, ob sie im November weiter arbeiten kann, weil sie de facto keinen Kindergartenplatz kriegt für ihr Kind. Und das finde ich sehr, sehr traurig, dass wir da immer noch sind an diesem Punkt. Und ich hoffe, dass sich das deutlich ändern wird in den nächsten Jahren, weil das ist, ich glaube, es sollte jedem freigestellt sein, ob er und wie viel er arbeiten möchte oder kann. Aber es ist schlimm, wenn es daran hängt, dass eben die Betreuungsplätze einfach nicht vorhanden sind. Oder ein Wohnort danach gesucht werden muss, weil in dem Ort keine Kindergartenplätze vorhanden sind oder keine Hortplätze. Das war schon ein ganz deutliches Zeichen, auch im Jahr des Wahlkampfes, ein Zeichen an die Politik. Frau Elber, Sie haben noch mal so herübergeguckt. Ja, kann ich auch nur wieder zustimmen. Also ich bin aus London, mein Sohn ist in London geboren, da haben die Frauen nach 3 Monaten gearbeitet wieder. Ich hatte das, nenne ich mal Glück, ich fand es nämlich schön, noch ein Jahr zu Hause zu sein. Ich bin dann nach Berlin gezogen, nach Mitte. Mein Sohn war 21 Monate alt, ich hatte einen Kita-Platz, alles prima. Mein Arbeitgeber war da und hat gesagt, du kannst jederzeit anfangen. Und dann bin ich in den Südwesten gezogen, als meine Tochter geboren wurde und ich konnte keinen Kita-Platz finden. Und ich bin 2 Jahre zu Hause geblieben. Also an dem Moment, mein Mann hatte sich selbstständig gemacht, wir haben das dann so entschieden und ich fand es eine ganz frustrierende Zeit. Weil ich dachte, es ist alles da, die Arbeit ist da, die Motivation ist da. Das Kind wäre wahrscheinlich auch gerne in die Kita gegangen, aber es gab keine Plätze. Und ich fand das wirklich, dieses Türklinkenputzen fand ich total frustrierend. Und ich hatte es schon wieder vergessen, aber als das Thema so aufkam, als wir auch hier im Dialog waren, das ist frustrierend dann schon. Und ich glaube, da sind auch andere Länder auch weiter. Und wo man sich auch nicht rechtfertigen muss, wenn man nach 20 Monaten wieder arbeiten will. Das muss einfach jedem möglich sein, darüber selbst entscheiden zu können. Wir sind jetzt hier schon mittendrin in der, wie ich finde, auch nach 1,5 Stunden vielen Informationen heißen Abschlussrunde und Wunschrunde auch. Jetzt würde ich das Stichwort Kita-Plätze als unbedingte Verbesserungsmaßnahme mitnehmen und nochmal Frau Klinge fragen, wenn Sie jetzt sagen wollen, wie kann Ihr Berufsalltag besser werden? Was wünschen Sie sich von der Gesellschaft, von den Kollegen um Sie herum? Jetzt muss ich wirklich mal überlegen, was ich mir gerade wünsche. Na, ich nehme unseren Beruf schon auch immer noch sehr fordernd wahr. Also da beziehe ich mich jetzt vielleicht wirklich eher auf die Architektinnen. Hat vielleicht auch ein Stück weit mit der Bürogröße zu tun. Das war für mich auch nochmal so eine Frage, ob das vielleicht auch nochmal eine Auswirkung hat, wie das organisiert sein kann oder organisiert wird. Ich glaube, das macht auch nochmal einen kleinen Unterschied. Wir sind halt natürlich lange nicht so groß mit unserem Büro. Da würde ich mir, glaube ich, manchmal wünschen, dass die Arbeit von der Gesellschaft höher wertgeschätzt wird. Ich glaube, das würde den Architektinnen auf jeden Fall gut tun, weil ich glaube, wir haben sehr, sehr viel Verantwortung, die wir tragen in den Projekten. Die Ingenieurinnen natürlich auch, das will ich gar nicht sagen, aber das ist was, da ist, glaube ich, noch ein bisschen Potenzial drin.
ich glaube, dieses Verständnis dafür, wie viel Arbeit wirklich auch in diesen Entwürfen drinsteckt und oftmals gesagt wird, na, das kann man doch nochmal schnell ändern, da ist doch nur eine Linie zu versetzen und wie viel Auswirkungen das dann am Ende wieder hat, da ist, glaube ich, Luft nach oben. Das würde ich mir, glaube ich, sehr wünschen. Frau Detzel. Ja, schwierige Frage. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass insbesondere von Auftraggeberseite, wenn es um Projekte geht, wo stark die Wirtschaftlichkeit gepusht wird, der Zeitplan im Vordergrund steht, dass die Sorgfalt geschätzt wird. Und zwar sowohl in der Planerseite, bei der Architektur, beim Tragwerk. Aber manchmal finde ich es auch frustrierend, auf Baustellen zu sehen, wie wenig dort Sorgfalt geschätzt wird, in dem Sinne, dass eben die günstigste Bauleistung eingekauft wird. Und die Ausführung hat sehr viel mit der Qualität des letztendlichen Bauwerks zu tun. Ja, also die Planung kann noch so perfekt sein. Wenn dort auf der Baustelle unter Zeitdruck nicht oder vielleicht auch doch gewollt schlampig gearbeitet wird, geht viel kaputt. Und das Wertschätzende, es ist ja schon fast kein Handwerk mehr, ne? Dieses Wertschätzende, das wünsche ich mir von der Gesellschaft ein wenig zurück. Ja. Nehmen das jetzt mal als Schlusswort, das Wertschätzende. Ich glaube, das war eine sehr wertschätzende Runde. Und ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken für das inhaltsreiche Gespräch und auch bei Ihnen fürs Zuhören und Zuschauen und dabei bleiben. Es windet hier. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Interesse wecken für die Schönheit und auch für die Kraft von Ingenieurbauten, für die den Blick schärfen für die Vielfalt dieses Berufes. Und auch für manches Material. Und ich hoffe, wir konnten auch jungen Frauen und auch natürlich Männern Mut machen, sich für diesen Beruf zu entscheiden. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut.